Ja, guten Tag, liebe Freunde. Ich bin's, der Volker Schäffler. Wie ihr wisst, oder viele wissen es, ich habe ja die musizierenden Bäume entdeckt. Das heißt, Bäume haben Musik kurz auf den Baumrinden, die kann man auslesen in Zahlen und kann sie übertragen hier auf die Tastatur im virtuellen Keyboard. Und das brachte mich jetzt auf die Idee, als ich nachgedacht hatte, wie viele Leute habe ich denn jetzt schon verloren in meinem ganzen Leben? Oder auch liebe Hunde, die ich verloren habe, die ich sehr liebte. Sohn verloren, Frau verloren, Vater verloren, Mutter verloren. Und jetzt habe ich mal durchgeguckt, ich komme auf eine Zahl von 50. Es ist schrecklich, dass man so einen Verlust hinnehmen muss. Ein Verlust ist schon schwer, aber 50 Verlustergebnisse, ich kann es gar nicht in Worte fassen, 50 Mal einen Verlust zu ertragen in der Hölle auf Erden. Ich denke, ich möchte das mal übertragen auf diese Tastatur. Im Virtual Keyboard. Johann Sebastian Bach wanderte 450 Kilometer, um dort den Komponisten Buxtehude zu treffen. Er ging nach Lübeck und hat ihn dort getroffen. Und dann hat Bach seine Komposition vorgespielt und seine Songs begann immer mit seinem Namen. Buxtehude erkannte das und sagte, du bist Bach. Und wenn man Komponisten fragt, wie sie ein Musikstück anhören, dann sagen sie nicht mit den Ohren, sondern sie spielen das im Geiste mit den Fingern nach. Also sie können diese Musik lesen als Buchstaben oder als Noten. Und nun möchte ich in Erinnerung an meine Freunde diese verewigen in diesem Song. Meine liebe Frau Renate, meine liebe Mutter Resi Schäffler, mein Vater Fritz Schäffler, mein Sohn Mike, Philipp Zimmermann, der Opa, Anna Zimmermann, die Oma, Elise Schäffler, auch die Oma. Wilhelm Schäffler, der Opa. Günther Schäffler und Annie Schäffler in den USA.
Ihr Sohn Karl. Schwiegermutter, Schwiegervater, Anni Sigrist, Ador Sigrist. Hänsel Zimmermann, ein Cousin. Philipp Zimmermann, der Onkel von Vater von Hänsel. Seine Tochter Gretel. Arthur Hermann, Anni Hermann, Onkel und Tante. Friedel Hoffmann, eine alte, gute Freundin. Ludwig Hoffmann, ihr Mann. Roland Breitenberger, ein sehr guter Freund, der mich Jahre und Jahrzehnte begleitete. Karl Zimmermann. Anni Zimmermann. Poldi und Gerhard Zimmermann, Onkel und Tante. Willi Wolf, ein Schulfreund, Nachbar, Sitznachbar. Johann Meyer, Ex-Polizeidirektor, schrieb für mein Buch Der deutsche Detektiv, realistischer Detektiv, Alltag das Vorwort. Wolfgang Boje, mein Handballtrainer. Michael Dox, Handballtorwart bei VfL Bad Schwartau. Richard Rippack, mein Wirtschaftsanwalt. Miral Varol, eine gute Freundin aus der Türkei. Sabahattin Kaya, ein sehr, sehr guter Freund aus der Türkei. Wir waren Jahre Kooperationspartner in Hamburg.
Hannes Jakobs, ein guter Freund, der für mich sehr viel gearbeitet hat als Handwerker. Annie Pech, eine sehr gute Freundin aus meiner Zeit am Nürburgring in der Eifel. Bärbel Hein aus Lübeck, Mitarbeiterin von Plaza. Ich war lange Detektiv bei Plaza. Mein Hund Emil, mein erster Hund. Mein Hund Wonny, eine Hündin, Boxerhündin, mein zweiter Hund. Mein Hund Harry, ein Terrier, Jack Russell. Max, mein Hund. 9 Jahre war er bei mir, Tag und Nacht. Ein Terremix, dann wurde er vergiftet. Mein Hund Jackie, Terrier, war sehr bissig, sehr gefährlich. Horst Keinert, der Hersteller von Keinert GT. Den Wagen fuhr ich ein halbes Jahr am Nürburgring. Er starb am Herzinfarkt. Ich kann die Liste noch um einiges fortsetzen, aber es fällt mir sehr schwer, zurückzublicken. Die Zeit war schön, aber es war ungerecht, dass sie gingen. Ungerecht. Vor allen Dingen meine liebe Frau, mit der ich sehr lange zusammen war. Ich habe sie kennengelernt, sie war 15 Jahre, ich war 17 Jahre in Mannheim. Und wir waren immer zusammen, 53 Jahre zusammen und waren 48 Jahre verheiratet. Sie war Fitnesstrainerin, sie hat nie geraucht, nie getrunken, sich gesund ernährt, bekam Krebs, hat es aber auch verheimlicht, hat es aber auch nicht gesagt, sodass es dann zu spät war, ihr irgendwie zu helfen, obwohl ich ja Krebskliniken projektiere. Aber ich habe es einfach bei ihr auch nicht erkannt. Aber sie war ein so guter Mensch. Sie liebte Tiere, sie liebte Menschen, sie liebte Kinder. Sie war zuverlässig, ehrlich, freundlich, war mein Gewissen, ermahnte mich, wenn ich irgendetwas von mir gab, was ihr nicht gefallen hat, also über Dinge mich beklagte, sagt sie, nein, sei zufrieden mit dem, was du hast. Aber sie musste gehen. Ungerecht. Die Welt ist ungerecht. Ich erinnere mich an sie und an all die anderen. Und danke, dass sie da waren. Hoffentlich sehen wir uns wieder.